Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Lightroom Tutorials. Inzwischen die fünfte Folge müsste es jetzt sein. Und ihr habt ganz oft in die Kommentare gepostet und mir auch Nachrichten geschrieben, dass ich doch endlich mal zeigen soll, wie so ein Dubai-Bild entstanden ist. Und dem möchte ich natürlich heute nachgehen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Okay, fangen wir mal an. Ich möchte euch am Anfang natürlich wieder die Einstellung der Kamera zeigen. Und die sehen so aus, dass ich wieder mal bei einer Blende 8 war, bei ISO 160. Das hat damit zu tun, dass ich die Kamera relativ instabil auf so einer Balustrade befestigt habe. Wir waren da auf so einem Balkon, im 87. Stock war das, glaube ich. Ja, es war etwas wackelig da oben, auch etwas windig. Deswegen habe ich den ISO ein kleines bisschen höher gedreht, um dann bei einer 8-Sekunden-Belichtung zu sein. Viel länger wollte ich es dann halt nicht machen, weil sonst wäre das Foto sehr unscharf geworden. Wenn ich jetzt mal so reinzoome, dann, ja, das Foto ist eigentlich relativ scharf. Wir werden es noch ein bisschen nachschärfen nachher, aber es ist auf jeden Fall zufriedenstellend. So, dann blende ich das Ganze mal wieder aus und wir fangen einfach mal an mit der Bearbeitung. Es ändert sich eigentlich gar nicht so viel vom Workflow von den bisherigen Episoden. Ich will euch am Ende noch einen kleinen Trick zeigen, wie das ganze Bild dann am Ende so ein bisschen rundlich wird. Wer meine Bilder kennt, der weiß, dass bei diesem Bild das Ganze dann am Ende so ein bisschen rundlich aussieht, als wäre wirklich die Erdkrümmung hier schon schön zu sehen. Das ist aber natürlich nur gefaked worden. Und das zeige ich euch am Ende noch, wie das Bild dann am Ende so aussieht. Wir fangen einfach mal an mit der Bearbeitung. Ich werde wieder die Tiefen aufhellen und dieses Mal werde ich wirklich tatsächlich die Tiefen mal zu 100% oder ja plus 100 aufdrehen und die Lichter auf minus 100. Ich mache das ja sonst eher selten. Ich habe das früher eigentlich bei fast jedem Bild gemacht, inzwischen mache ich es fast gar nicht mehr. Aber hier haben wir so krasse Lichtunterschiede. Wir haben echt strahlende Gebäude und Schriftzeichen hier. Und auf der anderen Seite war es halt auch schon extrem dunkel zu dieser Tageszeit, wo wir dort waren. Und deswegen muss ich hier einfach plus 100, minus 100 machen. Ja, wenn sich es nicht vermeiden lässt, dann ist das halt so. Jetzt halte ich wieder die Alt-Taste gedrückt und werde den Weißwert ein Stück nach oben ziehen. Ja, ich werde gar nicht so viel machen, weil hier sieht man jetzt schon einiges. Ja, auf ungefähr plus 10, so sieht es schon ganz gut aus. Und die Schwarzwerte genauso wieder mit gedrückter Alt-Taste. Und hier gehe ich ein Stück weiter, ja, so auf ungefähr minus 30. Das ist jetzt schon alles wieder noch relativ dunkel, deswegen werde ich die Belichtung vom Bild insgesamt ein bisschen aufhellen. Ja, so sieht es schon ganz gut aus. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Kontrast hinzugeben, damit das ganze Bild auch wieder so ein bisschen realistischer wirkt. Die Klarheit setze ich wieder ein Stück weit runter und ich werde noch ein bisschen Dynamik dazugeben, weil einfach Dubai eine unglaublich leuchtende Stadt ist. Man hat alle möglichen Farben dort zu sehen und ja, das möchte ich so ein bisschen noch wiedergeben, wie es halt in Wirklichkeit auch war. Und ja, so sieht es schon ganz gut aus. Den Weißabgleich werde ich minimal abändern. Ich glaube, einen ganz kleinen Tick weiter ins Blau gehe ich rein. So sieht es schon ganz gut aus. Und vielleicht gebe ich noch so ein bisschen Magenta hinzu, aber nicht viel, denn das Ganze soll noch einigermaßen realistisch aussehen. Ja, so gefällt mir das schon sehr gut. Okay, so, dann sehe ich hier oben schon, ich habe hier einen schönen dicken Sensorfleck drauf. Den werde ich gleich mal am Anfang wegmachen, indem ich hier den Bereichsreparaturpinsel nehme. Die Größe werde ich ein bisschen runtersetzen und dann hier einfach mal mit einem Klick draufklicke. Und Lightroom wird den Rest für mich übernehmen. Und ihr seht schon, perfekt, der ist weg. Okay, dafür können wir wieder aus dem Bild hinauszoomen. So, dann werden wir mal ein Stück weiter runtergehen zu den Gradationskurven. Und hier möchte ich mal nicht den RGB-Kanal auswählen, denn damit wähle ich halt das gesamte Bild quasi aus, sondern ich möchte nur den Blaukanal bearbeiten. Und hier kann ich jetzt nämlich bestimmen, dass ich die Tiefen im Blaukanal noch etwas anheben möchte. Und dadurch erhalten die ganzen Schatten im Bild noch so eine leichte Blautönung. Das soll nur minimal sein, aber ich möchte diese Tiefen noch ein bisschen ins Blau einfärben. Und andersherum kann ich die Lichter hier noch etwas abdunkeln im Blaukanal und dadurch werden sie etwas mehr ins, ja, Gelbliche gezogen. Und das gefällt mir schon ganz gut. Das sieht schon sehr gut aus. So soll es sein. Dann gehen wir hier weiter runter in die schöne HSL-Farbtabelle wieder. Und hier möchte ich die Sättigung einmal von den Orange- und von den Gelbtönen etwas anheben. Einfach weil diese schönen Straßen hier, die sollen noch ein bisschen mehr herausstechen. Dann werde ich einfach mal hier so auf ungefähr, ja, plus 20 bis plus 25 gehen. Und die Blauwerte vielleicht auch noch ein ganz bisschen sättigen. Ja, es soll einfach einen schönen punchigen Look haben, das ganze Foto, weil
Ihr müsst einfach mal nach Dubai fahren. Es sieht extrem cool aus, gerade bei Nacht. Also das ist wirklich kaum zu beschreiben. Okay, dann werde ich jetzt hier noch weiter runtergehen zu den Details. Ihr wisst auch, dass ich den Schärfebetrag immer so gerne auf ungefähr 80 stelle und damit gedrückte Alt-Taste das Ganze wieder etwas ausmaskiere, damit der Himmel nicht komplett geschärft wird. Also alles, was schwarz zu sehen ist, wird ausmaskiert. Inzwischen solltet ihr das kennen. Wenn noch nicht, dann solltet ihr auf jeden Fall mal meine anderen Tutorials anschauen, die ich bisher gemacht habe. Da erkläre ich das dann noch etwas ausführlicher. Dann werde ich noch die Rauschreduzierung etwas aktivieren, weil wir halt einfach hier oben bei den Schatten auf plus 100 gegangen sind. Das führt leider auch immer ein bisschen zum Rauschen, deswegen werde ich hier die Rauschreduzierung auf jeden Fall noch ein bisschen erhöhen und auf jeden Fall auch die Farbe hier noch ein bisschen erhöhen, einfach um auch das farbige Rauschen noch ein bisschen aus dem Bild zu bekommen. Gut, dann werde ich auf jeden Fall noch die Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberrationen entfernen, das ist so standardmäßig, das mache ich bei jedem Bild, kann nicht schaden. Und ansonsten sieht das schon so sehr gut aus. Ich werde jetzt noch auf das Crop oder auf das Freistellen-Werkzeug, wie es in Deutsch heißt, klicken. Und da kann ich hier mal mit dem Winkel genau hier am Horizont entlang fahren mit gedrückter Maustaste. Und Lightroom wird mir dann automatisch das Bild gerade ausrichten. Dann klicke ich auf Fertig. Sieht sehr gut aus. Und so sieht das ganze Bild fertig in Lightroom bearbeitet aus. Wer jetzt Photoshop von euch besitzt, der kann jetzt noch einen Schritt mit mir weitergehen. Denn jetzt werde ich mir hier erstmal diese Leiste wieder einblenden und dann mit einem Rechtsklick auf Bearbeiten in Photoshop klicken. Und dann werden wir noch in Photoshop diese Krümmung mit einbauen. So, Photoshop hat das Bild geöffnet und jetzt sind wir hier. Und jetzt werde ich als erstes mal diese Hintergrundebene duplizieren, indem ich diese Ebene einfach mal hier auf dieses Symbol ziehe. Photoshop macht mir dadurch eine Kopie von dieser Ebene und auf dieser Kopie können wir jetzt unseren schönen Filter anwenden, den wir finden unter Filter und dann adaptive Weitwinkelkorrektur. Und dieser Filter macht eigentlich schon alles automatisch genauso, wie wir es wollen. Ihr seht jetzt schon, Photoshop baut das hier mal auf und genauso, wie es uns jetzt hier dargestellt wird, genauso wollen wir diese Krümmung haben. Es ist so, gibt so ein bisschen diesen Fisheye-Effekt auch. Und genauso habe ich das Bild auch gelassen. Ich werde jetzt hier das Ganze noch etwas runter skalieren, auf ungefähr 95%, denn ich möchte, dass oben der Himmel nicht ganz so sehr abgeschnitten wird, sondern da möchte ich schon noch so ein bisschen Himmel behalten. Deswegen werde ich das Ganze auf 95% skalieren und dann auf OK klicken. Und Photoshop rechnet hier kurz nochmal, um den Filter anzuwenden. Und dann haben wir ein super tolles Ergebnis, wo die Welt einfach so ein bisschen schon gekrümmt aussieht. Ich finde diesen Effekt bei manchen Bildern echt cool, gerade bei diesen Dubai-Bildern ist es ein extrem cooler Effekt. Der wird nicht auf allen Bildern gut aussehen, aber eben auf manchen, und das kann man ja mal so ein bisschen ausprobieren. Bei diesen mega großen Städten sieht es halt einfach immer ganz cool aus. So, jetzt blende ich mal die eigentliche unbearbeitete Hintergrundebene mal aus, mit dem Klick auf das Augensymbol hier. Und jetzt können wir das ganze Bild noch etwas kroppen oder freistellen. Mit gedrückter Shift-Taste werde ich hier einfach mal diesen Eckpunkt anfassen und die gedrückte Shift-Taste bewirkt, dass das Bild in den Seitenverhältnissen genauso bleibt. Und das möchte ich hier so erreichen. So, das habe ich jetzt hier unten schön weggeschnitten. Da oben allerdings werden wir den Himmel wieder noch so ein bisschen zurückholen. Und da gibt es auch schon ein Tutorial, was ich gemacht habe, nämlich da ging es um Panorama erstellen. Da habe ich schon mal gezeigt, wie man den Himmel oben ganz einfach wieder durch Photoshop in das Bild holen kann, wenn jetzt hier nur so ein paar Bereiche vom Himmel fehlen. Dazu nehme ich jetzt einfach mal das Lasso-Werkzeug und mache hier so mal so eine ganz grobe Auswahl einfach von diesem Bereich. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass weiche Kante hier auf 0 Pixel steht. Und dann werde ich auf Bearbeiten gehen, Fläche füllen und dann hier als Inhalt inhaltsbasiert angeben und klicke einfach mal OK. Und jetzt rechnet mir Photoshop hier schön den Himmel wieder rein und ihr seht, da ist nichts mehr zu sehen. So, und das gleiche mache ich jetzt hier drüben auch nochmal. Wieder das Lasso-Werkzeug nehmen, einfach so ein bisschen in den Himmel mit reinmalen. Und das ist ganz wichtig, dass hier so ein bisschen was von dem alten Himmel noch mit in die Auswahl mit reinkommt. Und dann gehe ich wieder auf Fläche füllen, inhaltsbasiert OK klicken und Photoshop zaubert uns den Rest des Himmels hier mit rein. Und wenn man nicht weiß, dass man hier was gemacht hat, wird das auch nie irgendein Bildbetrachter erkennen. So, wenn wir hier fertig sind, dann werde ich das Ganze einfach wieder schließen. Photoshop fragt mich, ob ich das speichern möchte. Das möchte ich.
und dann wird das Ganze in Lightroom wieder importiert automatisch. So Leute, wir sind wieder in Lightroom, wir haben das Bild wieder automatisch importiert bekommen und ihr seht schon, das Ganze ist jetzt eine TIFF-Datei und ich werde jetzt hier unten diese Leiste nochmal kurz ausblenden, damit wir das Bild nochmal größer sehen und jetzt können wir theoretisch diese Datei auch nochmal in Lightroom bearbeiten und ihr seht jetzt schon hier im Histogramm, so ein ganz bisschen können wir die Weißwerte und Schwarzwerte nochmal jetzt so per Augenmaß einfach nochmal angleichen. Ich werde jetzt hier einfach die Lichter noch oder die Weißwerte noch ein Stück weiter hochziehen, die Schwarzwerte noch mal ein Stück weiter runternehmen, einfach um noch ein klein bisschen mehr Kontrast hier in das Bild zu bekommen und den Kontrast an sich auch noch mal ein Stück hochziehen. Ja, nicht zu viel. So sieht das schon echt ganz gut aus. Und ja, so gefällt mir das Bild sehr gut. Ich mache das Ganze noch mal in Großansicht, damit ihr das Bild auch noch mal richtig schön sehen könnt. Das ist jetzt meine bearbeitete Version von Dubai, von dem Dubai-Bild, was wirklich auch so mein Favorit ist von dieser ganzen Reise. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr weitere Video-Wünsche habt, dann postet sie unten in die Kommentare und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Hier könnt ihr jetzt nochmal zu den letzten Videos kommen. Einmal Landschaften bearbeiten in Lightroom. Und das andere waren die Panoramas, wie sie erstellt werden in Lightroom und später in Photoshop. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß und ansonsten beim Bearbeiten eurer Fotos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!